So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Deponia. Goodbye, Deponia. Und in der letzten Folge, kann ich mich noch erinnern, ist jetzt eine neue Aufnahmesession, haben wir hier Cletus gesehen und haben die Tasche hier ausgetauscht. Und wir haben hier die Tasche, haben wir dann wieder zurückgetauscht und was haben wir denn bekommen? Papiergeld haben wir bekommen. Sowas ist in Hotels immer gratis. Genau wie Seife, Bademäntel und die Batterien aus der Fernbedienung. Ach so. Da kennt sich aber jemand aus. Shampoo? Das würde ich dann. Okay. Ja, ansonsten können wir das hier rein? Das muss ich nicht. Das war ein Geschenk im weitesten. Okay, das war ein Geschenk, sagt er. Dann gehen wir mal zur Rezeption. Und dem Openbot sollten wir besser nicht begegnen. Die Maschine wirkt da ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Hat er eigentlich recht. Ich bleibe lieber in Deckung. Ja, da hast du vielleicht recht. Okay, dann gehen wir mal hoch und. Ich war ja ein bisschen am Verzweifeln, dass wir nicht so richtig weiterkamen, aber irgendwie ging es ja jetzt doch weiter. Und wir gehen mal zu den Zimmern und schauen mal, ob wir irgendwo Cletus da finden. Cletus. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind, die Küche brennt. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay. Da hat er anscheinend recht. Papiergeld? Hallo, ist da draußen jemand? Da drin, die Küche. Das passt nicht. Okay, Hallo, ist. Nein. Ist da Gut. Das bringt uns anscheinend mal gar nichts. Wir gehen nochmal in das Zimmer des Seers. Und versuchen ihm mal das Geld anzudrehen, so ein bisschen Bestechung und so. Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein, denn das Schicksal kann Shai-Hulu und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Das war nur so eine Frage. Okay, er ist das Schicksal. Und so ein bisschen gefährlich. Na, warte mal. Gehen wir mal. Hallo. Ich hätte da Geld für dich, eventuell. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Da wäre ich mir nicht so sicher, Rufus. Er braucht keine Welt vor. Okay, dem können wir wahrscheinlich gar nichts anderes. Braucht vor. Vielleicht das Messer irgendwie. Wozu? Zum Klappern? Und ich dachte schon, es gibt nur Fisch im Jenseits. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal raus. Weil hier können wir nichts mehr machen. Schade eigentlich. So. Können wir irgendjemandem hier das Geld andrehen? Ich will das Geld loswerden irgendwie. Guck mal, ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Was denn für Schulden? Erstens die 60 Slotti, die du von mir geliehen hast. Und dann hast du um weitere 60 Slotti gewettet, dass es sich bei dem Aktenvernichter um einen Wunschbrunnen handelt. Das war ein Wunschbrunnen. Ich habe mir gewünscht, dass wir quitt sind. Und jetzt rechne mal nach. Hat er eigentlich ja... Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Okay, da kann auch Geld nicht mehr helfen. Diesen Techno-Mump, mein eigener... Messer. Was hast du da? Werkzeug. Heißt das, du planst meinen Kutter zu reppen? Nein, das hatten wir schon. Hey, Doc, du... Ich bin... Och, Menno. Immer bist du... Kann ich das... Nichts da. Ich und ich sag, ist ja schon gut. Okay, können wir den mit irgendwas nichts austauschen? Ja irgendwie nicht so. Nichts da. Ich und ich sag, ist ja schon gut. Ich hab da vielleicht Pfeffer Gegensprechanlage hierfür und meine herausragenden Social Skills im Social Skills, also. Okay. Dieser Plan könnte aber ich vorregern. Das eine erzeugt, das macht schon mal 50% der Symptome einer. Ja, wir brauchen wahrscheinlich eine Schüttelpockeninfektion. Das macht schon mal. Die brauchen wir wahrscheinlich. Oh, ich trage. Wenn das ein Oben. Es ist
Ist doch doof, irgendwie. Also ich komme nicht so richtig weiter. Ich stehe so ein bisschen vor einer mentalen Krise, quasi. Ah, warte mal. Der Typ hier unten, der kann doch sicherlich mit dem Geld, ihr wisst schon. Ne, und so weiter. Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Genau. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Hm. Okay, jetzt haben wir hier ein Klo. Kloschüssel. Toilettenpapier. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay. Ja. Sehr schön. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Bäh. Der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? Ein Griff ins... Bäh. Der hat ja noch nicht... Spülung. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Ja. Was soll in die... Der hat ja noch... Okay. Die Tür können wir nicht wieder schließen, ne? Nein. Die... Eine Münze. Das ist tatsächlich ein Filler. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Aha. Abgeschliffene Münze. Da erinnern wir uns doch, dass wir hier runtergehen können. Und hier unten haben wir doch einen Pastetenautomat. Hätte wahrscheinlich auch so geklappt, aber... Naja... Eine Pastete. Das ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Okay. Wir haben eine Pastete. Damit... Ah, warte mal. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Das war natürlich jetzt ein Hinweis. Aha. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Ja. Pfefferstreuer? Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Du bist zu widerlich, Rufus. Pasta auf die Pastete. Seriously? Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Okay. Zahncreme, Shampoo? Das würde ich noch nicht. Nein. Vergessen Bezug. Erstens einen und zwar. Okay. Das eignet sich wohl. Ja, dann geben wir Boso mal eine Pastete. War zwar gut gemeint, aber. Rufus kann auch alles versauen. Bitte schön, Boso. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank. Nein, Boso. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Okay, was fehlt denn da noch? Auf Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Ja, ich muss nicht viel sagen hier. Es erklärt sich fast alles selbst. Ja. Was haben wir denn noch vergessen? Wir haben doch eigentlich alles draufgetan, was wir so hatten. Was denn hier? Auf die Party im Aber. Okay. Diese Situation wichtiger. Ich behalte die Sache, ist eh viel. Okay. Das hatten wir schon. Taschen. Solche Taschen, echte Profis. Okay. Lose im Mantel. Ich bin mir unschlüssig.
Was wir machen. Haben wir hier was drin noch? Nee, hier ist doch auch nichts, oder doch? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese ein. Ich denke vor allem an die Fälle. Das wäre schon Lust, aber leider fehlt. Eine wichtige Grundvoraussetzung. Schon wollen wir doch mal hoffen, dass das. Wenn das. Warte mal. Läuse. Tja, der Vorbesitzer dieses. Ach. Das eignet sich wohl. Küchenmesser. Absurder Humor, aber ich kann diese. Ich denke vor. Ich sehe, dass du vergönn dir eine Paar. Dein Schicksal mag sein, aber diese Klaue kann doch eh. Das könnte alles mögen. Tarantelglas. Das wollen wir, glaube ich, aber auch nicht. Das ist alles so. Ist hier noch irgendwas? Doch, Gespenst. Hey, bleib! Ich dachte, ich soll. Ja. Kannst du dich vielleicht. Mann. Pastete? Er braucht keine voraus. Er braucht. Nee. Ach, das ist doch. Hier nebenan ist doch nur die Dingens, die Kabine. Beziehungsweise der Schrank. Was wird er denn da eigentlich sehen? Dieser Druck, was wenn ich versage? Okay. Das hatten wir auch schon. Ich bin der Größte. Ach ja, Rufus. So. Zur Rezeption. Haben wir hier irgendwas? Mir gefällt seine. Sie ist. Ich bleibe. Vergessen. Ja, du bleibst immer Deckung. Das ist schon richtig. Ja. Tja, nun. Mutter. Er braucht schon Werkzeug. Ganz schön glitschig, meine. Schraubstücke. Ja, Rufus, du hast keine so wirklichen Schraubstücke. Das bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten. Deine Mutter. Die deine Mutter wird zu hören da auch nicht was auf. Ist dein. Die deine Mutter wird zu hören wirklich nicht auf. Was hat deine Mutter. Ach Gott. Zahncreme. Was will deine Tasche. Was hat deine Mutter. Ach, das ist doch alles. Das ist alles beschissen. Wie nennt man Fleisch im Teigmantel? Deine Mutter. Gott. Okay. Hier vielleicht. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich. Und praktischerweise gibt es hier Zeit für die nächsten. Okay. Entschuldigung, ich habe ein bisschen gegähnt. Gegähnt. Wenn ich sie einfach so mitten. Was hier fehlt, ist ein Plan. Oder wenigstens ein paar cool. Ich tausche die gerade nochmal aus. Vielleicht ist da noch etwas drinnen. Pastete. Meine Legen einer Pastete sind der Fantasie. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungs. Ja, bloß da ist ja nichts weiter drin. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass da nichts weiter drin ist. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Naja, ich schätze mal schon. Ja. Das eignet sich. Ja, das eignet sich. Brot. Dieses wichtige. Brotaufstrich. Das ist doch verkorkst. Verkorkst, meine ich, natürlich. Haben wir hier noch was? Openbot. Für eine Maschine? Dabei habe ich. Openbot. Ich bleibe. Ja, Deckung ist gut und schön, aber wir müssen vorwärts kommen. Und ich habe keinen Plan. Hier. Ich habe eine. Ja. Okay. YOLO. Sage ich mal so einfach so. Es wird zwar sowieso nicht funktionieren, aber obwohl. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Ja, okay, schön. Ich trage selten so gelacht. Nein, du sollst da vielleicht was reinfüllen. So. Okay, so. Keine Ahnung. Okay, ich selten. Nein. Okay, ich nein. Bosus. Was? Ein Griff? Der hat ja. Ja, pff. Mach ich auch nie. Mein. Okay, ich trage selten.
Müssen wir den Pelikan auch noch irgendwas machen? Wo geht's denn da hin? Zu den Zimmern, zum Pastetenautomaten, zur Mülltonne. Okay. Ja, Pastete, Pelikan. Die Pelikanfütterung als nächstes schaue ich. Delfinarium, okay. Wollen wir tauschen? Vielleicht muss da der Fisch noch drauf. Oder sowas ähnliches. Pelikanmesser. Also so. Okay. Nein, nicht. Bitte was? Ich würde doch also so. Warum denn nicht? Ich würde ihn aber wie? Aber wie? Tasche? Ja, aber wie soll ich. Das eignet. Wie sollst du denn sonst an die Tasche herankommen? Sei doch mal kreativ, Rufus. Lass mich doch nicht die ganze Arbeit machen. Das würde. Nein, es ist kein. Da wollen wir doch. Dieser Verlaus erstens und zwar. Tja. Bringt uns nicht weiter, ne? Bringt uns nicht, weil ich hab wirklich null Plan. Zu spät. Ich bin ja auch. Null Plan. Okay, ich trage selten so. Ja, du trägst ja nur Dreck mit dir rum. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Alter? Mit einem lustigen Schlei. Und ich dachte all die Jahre lang, dass die. Jetzt ist es leer. Jetzt ist es leer, das war ja so klar. Laut Verfallsdatum. Ich bin verzweifelt. Die Heizung. Nicht, dass ich das nicht. Ich denke hier. Die Heizung könnte wieder ankommen, dann hätten wir nämlich gar kein Problem. Aber so ist es natürlich schwieriger. Ja, Zimmertür hier. Hallo? Nein, hier ist niemand. Hier ist der Wind. Hallo? Ist da. Ja, ich hab null Plan. Ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Das da, Vögel. Okay. Spülung, Kloschüssel. Zerwäscherei. Hallo. Leute, ich hab was für euch. Kriegt ihr nicht? Wir. Tja. Und wie viel? Die wollen keine Schnittchen, Rufus. Shampoo. Wie wäre. Aber warte mal, die Waschmaschine läuft ja. Die Waschmaschine läuft. Warum läuft die denn? Ganz schön dafür. Es gibt nur diese eine Waschmaschine hier. Bosus Anzug. Verdammt. Ich müsste. Verdammt. Ja, wieso könnt ihr mich denn eigentlich so an die Waschmaschine. Ich müsste die Waschmaschine erstmal. Sofern dieser Saunaclub. Die Waschmaschine läuft doch. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Da fällt übrigens immer Schrott runter, wenn man das Inventar aufmacht. Das wird aufgefallen sein. Ich müsste. Verdammt. Lass mich ja nicht an die scheiß Waschmaschine. Messer! Kriegt ihr nicht irgendwie. Tja. Und wie wird. Also. Ah! So. Was ist das da? Taube. Ja, hier. Mit der Pastete zum Hotel. Mano. Rezeption, Wäscherei. Hier kann man nirgends mal was machen, oder bin ich bescheuert? Ich bin nicht bescheuert. Ich hab alles ausprobiert. Ich hab wirklich alles ausprobiert. Ich hab nichts weiter. Ich würde sagen, ich mache mal die Folge zu Ende und gucke mal, woran es hier hängt, weil irgendwie, wenn es nicht weitergeht, geht es nicht weiter, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, tschüss.